Eine echte Ritterburg als neues Zuhause. Alles voll nice. Wenn hier bloß nicht so viele schrumpelige Omas und Opas wären. Meine Burg ist nämlich ein Altersheim. Aber zum Glück gibt's die Wilde Sieben. Die coolste Bande der Welt. Vera war mal eine berühmte Schauspielerin. Es ist wunderschön, Fans zu haben. Horst, ein berühmter Fußballtrainer. Männer und Frauen. Ja, die auch. Kilian, ein Professor. Hände weg, ihr Holzköpfe. Wir sind die besten Freunde und wir lösen Kriminalfälle. Ich habe heute Nacht deine Stimme gehört. Es war ein Flüstern. Hier passieren merkwürdige Dinge. Das waren raue Gesellen. Man sagt, die spuken hier manchmal immer noch rum. Jetzt geht's auf Geisterjagd. Alter! Max! Ah, bist du bescheuert? Für die Schulmannschaft bist du nicht gut genug. Ich fordere sie zum Duell. Und Max spielt bei uns. Das ist viel zu gefährlich. Gefährlich ist der erste Furz nach dem Durchfall. Oh! Manni, pass! Wir sind das neue Traumduo. Mit unserem Doppelpass machen wir jeden Opa nass. Jetzt hört mal auf mit diesem Fußballquatsch. Wir haben einen Fall zu lösen. Du, pass auf. Ich bin gleich wieder da. Bist du auf Geisterjagd? Ich sehe eine Prüfung auf dich zukommen. Das ist ein böses Omen. Was macht ihr denn hier? Wir helfen. Wegen dem Geist. Wegen des Geistes? Detektiv. Wie siehst du denn aus? Ist dein Föhn explodiert? Was sind denn Profis? Wir müssen uns auf die Geister-Oma konzentrieren. Ohne mich. Ich bin dabei. Nicht, du bist zu morsch. Krass.